Hey, ihr da, habt ihr die Schlampe von der Oberfläche gesehen? Das ist ja ein ganz lustiger Sport, aber sie ist verdammt schnell zu Fuß. Lüge, sie ging dorthin. Wahrheit, sie ging in die Richtung. Warum verfolgt ihr sie? Ich habe niemanden hier vorbeikommen sehen. Warum verfolgt ihr sie? Sie wurde beim Raufzug gefangen genommen. Ich verliebe diese Verfolgungsjagd, bevor das Opfer getötet wird. Vielleicht glaubt sie ja sogar, dass sie eine Chance hat. Ha, ha. Ich habe sie nicht gesehen, tut mir leid. Lüge, nun sie ist dorthin gegangen. Ausgezeichnet, bald wird sie den Schmerz kosten dürfen. Ja, ich lasse sicherlich nicht zu, dass der bekloppte Drow-Jäger oder die Drow-Jägerin, ich habe es jetzt gerade nicht realisiert, was es ist, eher eine Elfe durch die Gegend jagt. Ja, Drow sind irre. Aber es gibt noch irrere Nachtelfen, Dunkelelfen. Nachtelfen sind ja die kuschelige Variante aus Warcraft. Drow Sklavenhändler, Sklavenanführer. Ich bin so versteht ihr wenigstens unsere Sprache? Lasst uns in Ruhe, Drecki. Eines Tages wird euer Volk für eure Gräueltaten bezahlen. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Ich grüße euch, Weibchen. Was wollt ihr von dem Meister über die Pferche der Sklaven? Das hier sind Menschen, Kinder noch dazu, von diesen Teufeln als Sklaven gehalten. Eine Ungeheuerlichkeit. Hä? Was soll denn daran so skandalös sein? Das sind minderwertige Geschöpfe, sonst nichts. Schlachtvieh, wenn wir es wollen. Was lässt euch anders darüber denken? Gar nichts, ihr habt völlig recht. Wie ihr meint, ihr seid schon merkwürdig für jemanden von den Drow. Anscheinend zieht man sie zu Schwächlingen heran in Shednassat. Kein Wunder, dass ihr den Ort verlassen habt. Wollt ihr wirklich was von mir, Weibchen, oder genießt ihr nur den Gestank der eingepferchten Leute aus der Oberwelt? Die Hunde brauchen Wasser, ich bin damit spät dran und ihr haltet mich auf. Wer sind diese Sklaven? Vor allem Menschen, Leute aus der Oberwelt, die aus dem letzten Überfall unserer Jugendlichen stammen. Alle, die ganz passabel waren, sind bereits gekauft oder von den Zofen ausgewählt worden. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen hier machen soll. Menschen geben schlechte Diener ab und sie sind blind wie Maulwürfe. Die hier taugen doch nicht einmal was für die Kampfgruben. Ich nehme an, irgendwann wird sie jemand kaufen und den Tempel spenden, damit sie an die Spinnen verfüttert werden. Um die Gunst läuft zu erlangen. Wir werden diese Sklaven gekauft. Diese Sklaven können von vornehmen Häusern oder Zofen erworben werden. Alle weniger bedeutenden Kreaturen existieren, um dem größeren Ruhm der Spinnenkönigin zu dienen. Warum denkt ihr, dass ihr selber Sklaven benötigt? Ihr seid mit keinem vornehmen Haus, das ich kenne, verbunden. Kommt wieder, wenn eine Matrone euch schickt. Vielleicht sollte ich da mit jemandem reden, der hier die Verantwortung trägt. Das bin natürlich ich, Dummkopf. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man die Sklaven aus ihrem verzauberten Pferchen herauslässt. Die Zauber der Sorcere bauten die Käfige für uns, um verhindern, dass die Häuser mehr Sklaven erhalten, als ihnen zusteht. Und damit sie von meinen Kunden begutachtet werden können. Wollt ihr wirklich was von mir, Weibchen? Ja, oder genießt ihr Gestank? Ja, dann lasse ich euch in Ruhe. Dann fahrt mit dem fort hier. Ich kann mir jetzt nicht leisten, aufzufallen, indem ich hier den Sklaventreiber töte. Wobei es mir sicherlich Spaß machen würde, mich hier in den... Ich warte. In den Schlechter zu verwandeln. Oh, hier passiert was. Diese ewige Scharade muss ein Ende finden. Dieses Exemplar ist sehr gesprächig. Als Maulmissgeburt. Euderknecht verursacht Schaden bei Dolaphadon. Ich bin doch nicht euer Versuchskaninchen. Ich frage mich, wie lange es das aussetzt. Zerstört diese Form und befreit mich in die Verflucht nochmal. Denkt dran, kein tödlicher Schaden. Wir wollen es doch nicht befreien. Lasst euch nicht von seinen Worten beeinflussen. Ja, wenn ihr angreifen müsst, bringt es auch zu Ende. Es ist eine ausgezeichnete Methode, um zu trainieren. Ich trainiere nicht mehr, ich amüsiere mich nur noch. Fragt nur. Ich
Ja, jetzt kommt immer nur dasselbe. Hier ist übrigens die Zofe. Stört unsere Lektion nicht. Man kann aus der einfachsten Art des Fortes seine Vorteile ziehen. Okay. Ach, hier oben, oder? Euer Wunsch ist mein Begehr. Lol, sei gepriesen. Sprecht mich nicht an, ihr Wurm. Noch eine kleine Frechheit von euch und ihr werdet den Biss der Tentakelpeitsche verspüren, der euch das Fleisch von den Knochen reißt. Wenn ihr in der Gegenwart der Zofe Lolz seid oder einer Mutter Oberin, dann redet nicht, wenn man euch nicht anspricht. Wo habt ihr euer Taktgefühl? Vergebt mir Zofe immer. Dieses Weibchen war sehr vielversprechend nach meiner Einschätzung. Aber jung und drin und von mangelnder Intelligenz. Ja. Es war ein Fehler, sie zu bringen. Ich werde sie zurückschicken und andere finden, die dem Willen der Mutter Oberin dienen können. Bitte nehmt meine höchstergebenen. Ihr werdet gar nichts mit ihnen tun, Männchen. Es genügt. Ihr werdet später bestraft. Für das Erste werde ich das Weibchen persönlich ansprechen. Eure Geschichte wurde soweit bestätigt, Weldrin von Shednassat, und das ist der Grund, warum ihr nicht als ein niederer Sklave verkauft oder als Amüsement in der Taverne gebraucht wurdet. Aber für euch ist hier einfach kein Platz. Ihr habt in der Tat Glück, dass viele unserer besten Krieger mit und Vorbereitungen beschäftigt sind. Anderswo. So viel Glück, dass eine Mutter Oberin entschied, sich euer zu bedienen. Klammert euch an diese Hoffnung, ihr Würmer, und enttäuscht die Mutter Oberin nicht, denn wenn ihr es tut, wird eure Strafe weitaus schlimmer als das, was ihr euch am Tor angetan hätten. Erklärt, was geschehen ist, Sodafin, und beeilt euch, Männchen, da die Spinnenkönigin nach mir verlangt. Sofort, so viel Leute. Wenn ich von den Saugern spreche, Weldrin, wisst ihr, wen ich meine, ja? Ihr meint die Gedankenschinder. Ja, ich weiß, was sie sind. Gedankenschinder? Schinder der Gedanken? Ein interessanter Ausdruck für die paranormalen Sauger. Vielleicht geläufig in Shednassat. Egal, ihr habt recht. Ja, Illifiden hätten wir sagen müssen, aber das gab's nicht zur Auswahl. Die älteste Tochter einer Mutter Oberin stieß auf einem Erkundungsgang mit Saugern zusammen. Ihre dummen Gefährten flohen oder wurden umgebracht und sie hat man gefangen genommen. Sie wissen, wann sie einen Treffer erzielt haben, die Sauger. Sie werden die Tochter in die Stadt bringen und falls sie dort ankommen, wird sie für immer verloren sein. Nach dem Stand der Vorbereitungen der Armeen sind wir die einzigen, die Sauger abfangen können. Wir müssen zu ihrem Höhleneingang gehen und auf sie warten. Zofi Imael hat mir einen gesegneten Gegenstand der Lolf gegeben, der die Sauger von ihrer Astralreise weglockt und dann genau müssen wir zuschlagen. Die Oberin hat kein Verlangen danach, dass ihre älteste Tochter ein Häppchen für die Sauger wird. Also dürfen wir nicht versagen. Versteht ihr, Weldrin? Ihr sollt euch am Eingang zu den Helifinenhöhlen treffen und ein paar Helifinen aus dem Hinterhalt angreifen, die Tochter der Mutter Oberin gefangen haben. Genau, die Tunnel der Helifinen besiedeln sich im südwestlichen Abschnitt der Haupthöhle im Unterreich. Ich werde auf Kundschaft gehen und ihr werdet mich finden, wenn ihr ankommt. Wir erwarten nicht, dass die Elefanten in nächster Zeit hier sind, daher habt ihr die Gelegenheit, euch auszuholen und zu versorgen, wenn ihr das tun möchtet. Ihr müsst mich innerhalb der nächsten 12 Stunden am Eingang zum Elefanten-Dungeon treffen, nicht später, kommt nicht zu spät. In der Tat, es gibt eine Menge wundervoller Schrecken, denen ihr in den Todesnetzgruben begegnen könnt, solltet ihr versagen. Und falls ihr fliehen wollt, die drinnen werden euch auf jeden Fall erwischen. Drinnen sind Drow, die in Ungunst gefallen sind und jetzt halb Spinne, halb Drow sind. Also nichts Schönes. Was euch angeht, Sodafin, die Mutter Oberin erwartet noch mehr von euch. Meldet euch im Tempel, bevor ihr die Stadt verlasst. Wie ihr wünscht, so viel Holz. So, erledigte Aufgaben, nichts Neues. In der Stadt der Drow, da haben wir sehr viel neues Zeug jetzt. Ja, es ist jetzt Stunde 20, wenn ich richtig sehe. Also haben wir 12 Stunden, das heißt bis zur 8. Stunde müssen wir dort sein. Das ist ein bisschen Zeit hin. In der Stadt der Drow. Gehen wir mal das alles durch. Es scheint so, dass Weldrin, in dessen Gestell ich mich befinde, der Stadt bereits von einem Drow-Befehlshaber so vorhin erwartet würde. Ja, das hatte ich schon. Ich bin in Nusnatha wohl einem Drow-Kommandeur zugewiesen, einem gewissen Solafin. Der begrüßt meine Anwesenheit nicht im geringsten. Er sagt, ich hätte das Interesse einer Mutter Oberin geweckt und ich soll ihn und eine der Zofen Lolfs am Eingang der Stadt treffen, um weitere Anweisungen von ihr zu erhalten. Ich darf mich nicht verhaspeln, jetzt wo ich in der Stadt bin. Der kleinste Fehler meinerseits und die Dunkelelfen werden herausfinden, was ich wirklich bin. Nichts würde mich dann noch retten.
Mir wurde die Aufgabe übertragen, die Tochter einer Mutter Oberin zu retten, die vor den Illyfinen gefangen wurde. Ich soll Solafin in der Nähe des Eingangs zur Illyfinenstadt treffen, der im südöstlichen Teil des Hauptgebietes liegt. Dort wird er die Illyfinen irgendwie aus ihrer Astralreise herausziehen. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich warte. Deswegen werden wir das jetzt gleich machen gehen. Und werden uns dann hier in der Stadt in Ruhe umsehen können. Also zum Beispiel können wir irgendwie auch hier unten uns die Kampfarena ansehen. Und beziehungsweise das hier ist die Opferarena. Müsste es sein. Können uns dann auch die Taverne und alles ansehen. Ah, das ist jetzt erstmal etwas, was wir unter Zeitdruck machen müssen. Deswegen gehen wir gleich. Nun gut. Und wir sollten jetzt in nächster Zeit das Tiefengnomenreich meiden. Genauso wie wir auch die Dürger vielleicht meiden sollten. Bettelt einen Ring, dann kann ich euch einen schnellen Tod. Komm, ruft euch zu sich. Ich will zum. Meine Klinge wird euch schon zurecht erwischt. Ja, das hier ist jetzt gerade ein bisschen übel. Ich bin bereit. Keldon, entbanne uns mal. Was möchtet ihr? Los, geht klar. Auf geht's. Okay, okay. Ist was los? Zeit aufzubrechen? Fragt nur. Ich war schon erledigt. Wo ist Minsk, bitte? Minsk ist gerade im Irrgarten gefangen. Okay, das ist blöd. Ja, erzählt mir mehr davon. Wer fehlt jetzt noch? Ach, Imoin. Imoin ist gerade betäubt, okay. Das war jetzt nicht so schön. Ja. Was kann ich tun? Ja, kein Problem. So, Imoin ist nicht mehr betäubt. Wir sollten jetzt aber erstmal Aerie halten. Ich bin bereit. Ja, Minsk ist hier irgendwo. Habt ihr einen Plan? Ah, da ist er aus dem Irrgarten wieder raus. Gut. Braucht ihr etwas? So, Aerie, du heilst dich noch einmal selber. Jetzt Imoin heilen. Dann ja hier was selber heilen. So, und mit mittleren Heilzaubern können wir Talisa heilen. Vita,
Ja, fürs Protokoll, die Heldengruppe hat mich angegriffen, weil sie mich für Drow hielten. Das war nämlich, glaube ich, die Heldengruppe von dem einen, den wir befreit hatten. Was kann ich tun? Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Eisstaubtränke. Von denen haben wir doch, glaube ich, schon hier drin ein paar. Jo. Oh, von denen haben wir ein paar viele.